Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Astrobot Rescue Mission für die PlayStation VR. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, denn ich habe richtig Spaß, beziehungsweise richtig Bock drauf. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin echt gespannt. Wir waren ja irgendwie bei der Delfin-Dingens stehen geblieben oder so. Ich will dieses Level sehen, Leute. Ohne Witz. Also, selbst wo ich das Video gerendert habe, dachte ich mir so, boah, diese Welt willst du jetzt sehen. Und heute könnte es soweit sein, wenn wir da nicht diese Mission vielleicht noch vorher machen müssen, also die Herausforderung. Gut, wir wollen starten, Leute. Let's go. Okay, gut. Astrobot, wir kommen. Ich muss gucken, ob das mit dem Mikrofon jetzt so okay ist. Weil mir ist aufgefallen, ich muss das ja gar nicht so oft hoch oder, also beziehungsweise runter machen. Nur wirklich an den Situationen oder in den Situationen, wo ich es machen müsste. Und deswegen kommen wir das später dann halt zu. Ich denke, das ist okay so. Ihr werdet mich sehen. Ja, ich weiß. Okay. Let's do it. Oh yes. Ich guck mir das manchmal so in den Videos nochmal kurz an. Und ohne Witz, es hängt wirklich... nicht komplett alles ein, was man so gerne hätte, beziehungsweise, dass ihr wirklich dieses VR-Erlebnis hättet. Das ist leider Gottes nicht möglich, deswegen, auch wenn ihr das vielleicht gesehen habt oder so, ihr solltet euch das Spiel vielleicht holen, beziehungsweise die VR-Brille irgendwann mal, wenn sie etwas günstiger ist, auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen gegengekommen, es tut mir leid. Stimmt, wir waren ja in der Welt 2. Es kann aber sein, dass wir hier was vergessen haben, oder? Gucken wir mal. Tatsache. 06, Dusche gefällig. Na, willst du duschen? Ja, willst du duschen? Ja, du willst duschen. Gut. Dann wollen wir duschen. Jetzt wirst du sauber gemacht. Ich hoffe aber nicht zu sehr. Weißt du auch warum? Weil sonst drehen deine Schaltkreise durch. Also noch weiß ich nicht, ob du wasserdicht bist. Noch hat man kein richtiges Wasserlevel. Das sieht nach Spaß aus. Ja. Sieht so aus, als ob die Sonne untergeht. Wir sollten uns beeilen. Oh, wir müssen hier Punkte sammeln. Oh nein, das bedeutet, ich sollte das Mikrofon, glaube ich, was tiefer setzen. Moment. Weil es wird sonst richtig asozial. Ja, ist ja gut. Okay, das sollte so sein. Sollte so funktionieren. Okay, let's go. Okay, dann lasst uns alle nass machen. Oha. 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 Oha, wir kriegen ja Elektroschocks. Wir kriegen Minuspunkte, wenn ich die Drecksdinger treffe. Das wusste ich gar nicht. Verdammt. Ah, wir können eigentlich schon neu starten. Wow. Wow. Kriegen wir dann auch Minuspunkte? Ich glaube nicht. Wir kriegen, glaube ich, gar keine Minuspunkte, wenn wir dann das Feuer... Also, wenn die Feuerflammen... Ja, du weißt, was ich meine. Oder ihr wisst, was ich meine, uns trifft. Das ist wirklich ganz nett gemacht, ohne Witz. Ich finde das ganz cool. Ich fühle mich wie ein Feuerwehrmann. Mein Kindheitstraum ist endlich wahr geworden, Astro. Nein, ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Keine Ahnung, warum das immer gesagt wird, dass man Feuerwehrmann werden will. Vielleicht, weil man so viele Miezen retten muss. Oh Gott. Ah, man sieht ja trotzdem noch was, aber wir sind ziemlich schlecht.
Tja, ne? Dabei muss ich das Spritzen doch gewohnt sein. Oh Gott. Wie viele Punkte haben wir, Astro? Glaubst du, das reicht? Niemals, ne? What? Dritter Platz? Das hast du aber besser drauf, oder? Egal, Kumpel, wir machen es nochmal. Weil wir es können. Ihr kennt das ja, ne? Beim ersten Mal stellt man sich scheiße an, beim zweiten Mal hält man länger durch. Okay, gut. Dann wollen wir mal. Ah, hab ich direkt wieder Minuspunkte kassiert. Wie soll ich das denn sonst alles machen? Das ist echt voll krass. Ich fühle mich wie auf so einem Jahrmarkt oder so. Auf einem Schießstand. Diese scheiß Elektro-Dinger, ich hab's... Ah! So ein Dreck. Die können einen richtig aufregen. Man muss wirklich merken, in welcher Reihenfolge die Dinger spawnen, damit man die auch nach einer Zeit wirklich nach der Reihenfolge töten kann oder ausschalten kann oder löschen kann oder wie auch immer. Verdammt, ich hab ihn verpasst. Ja, den zweiten kriegen wir bestimmt nur den zweiten Platz. Alter, wie schnell muss man hier sein? Wow. So ein Dreck. Ich glaube, wir haben nicht genügend Punkte, Kumpel. Ich habe mein Bestes gegeben. What? 500 fehlten uns. Ja, komm, nochmal. Sollte es dann nicht funktionieren, werde ich es reinschneiden. Alle guten Dinge sind drei, Kumpel. Egal, Leute. Schneller als mein Schatten. Nicht mit dem Horror-Jumper. Ich habe Resident Evil 7 auf Irrenhaus in VR geschafft. Dann werde ich das wohl auch schaffen. Oder was meinst du, Astro? Astro, du bist da nur am Chillen, weißt du das? Du kannst mir doch mal wenigstens ein bisschen helfen. Diese Elektro-Dinger, die kannst du verhauen. Das kannst du gerne übernehmen. Da habe ich kein Problem mit. Da bin ich sogar echt auf deiner Seite. Ich glaube, ich sollte einfach gedrückt halten und einfach nach der Reihenfolge. Oh yes, das war gut, oder? Komm, Kumpel, wir haben es gleich geschafft. So viel kann es nicht mehr sein. Oha, ich kenne schon fast die Reihenfolge auswendig. Oha, 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 oha. Komm, Kumpel, das muss jetzt gereicht haben. Meine Nachbarn hören mich bestimmt schon. Yes, alle guten Dinge sind drei. Es war wieder mal fantastisch, Baby. Auch wenn es so schön war, müssen wir jetzt etwas anderes machen. Und zwar werden wir jetzt wahrscheinlich, ja, in weite Tiefen tauchen. Schwimmen am Paradies oder im Paradies. Tja, Gold und Silber. Was willst du noch Besseres erwarten? Außer Platin. Stimmt's? Okay. Oh, wenn ich schon die Delfine sehe und so, ne? Oh, ich freue mich schon richtig. Du auch? 2 von 2. Ausflug ins Blaue. Yes. Komm. Let's go. Oh mein Gott. Alter, sieht das cool aus. Findest du auch? Guck mal, Astro, da hinten. Da ist ein Boot. Ein Segelboot. Wow. Sieht so schön aus.
Alter, der chillt da. Hol den dir. Du sollst nicht da lang springen. Hier lang. Der soll hier nicht chillen. Gechillt wird erst am Ende. Das weiß doch jeder, oder? Astro? Er hat ja sogar eine Sonnenbrille auf. Astro, du sollst auch nicht chillen. Komm, wir gehen jetzt weiter. Oh ja. Boah, das Wasser sieht so gut aus, ne? Oha, da hinten ist ein Hai. Frisst er das jetzt? Das wird mich mal interessieren. Sollen wir mal kurz da hingucken und warten? Weil der umkreist das ja. Seht ihr das? Machst du noch was damit oder passiert das gleich erst? Es kann auch sein, dass das gleich erst passiert, wenn wir weitergehen. Ich will es halt nicht verpassen. Es sieht so aus, aber es sieht sehr gefährlich aus. Doch, ich glaube, das bewegt sich echt. Jetzt könnte es tatsächlich passieren, weil jetzt wäre die perfekte Animationszeit dafür. Nee, doch nicht. Astro, sag nicht, in dieser Welt kommt ein Hai als Bossgegner. Das wird ziemlich heftig. Oder er greift uns an. Oha. Egal. Genug gechillt. Wir müssen weitermachen. Kannst du im Wasser überleben? Oha, du bist wasserdicht. Alter. Oha, dann kann der Hai uns bestimmt auch fressen. Boah, kennt ihr noch dieses Gefühl bei Super Mario 64 mit diesem Aal, der so groß ist, dass man so, ja, ziemliche Angst davor hatte, dass man vor dem gefressen wird oder so? So ungefähr müsst ihr euch das jetzt mit dieser Haifischflosse da hinten irgendwie fühlen. Wer schießt da die ganze Zeit Bälle? Ein Ballomat? Wofür braucht man den Ball? Geh mal darüber, Kumpel. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich kann mir sogar vorstellen, dass jetzt eventuell die Insel angegriffen wird. Hau den weg, Kumpel. Yes. Du bist ziemlich weit weg. Man erkennt dich nicht so gut, aber es ist schon okay. Oh yes. Komm her. Geil. Ich habe das Gefühl, dass das Boot gleich zu uns kommt. Kann das sein? Yes, das war ganz schön stylisch, Kumpel. Ich glaube, man kriegt bestimmt eine Trophäe, wenn man irgendwas mit dem scheiß Drecksball macht. Oder kann man den nehmen? Komm her. Nee, der kann ihn nur treten, beziehungsweise wegschlagen. Normalerweise nimmt er den. Also normalen Ball, meine ich. Alter, tu Astro nicht weh. Alter, Delfine. Oha. Oh Gott. Mir ist schon so ein bisschen... Ich habe schon so ein bisschen Bammel. Ich weiß nicht warum, aber... So... Das ist schon krass, mit so Haien fischen zu gehen. Ihr wisst, was ich meine. Was passiert jetzt, Astro? Festhalten. Es geht nach unten. Oh. Können wir jetzt da hinten den Hai sehen? Nee, können wir nicht. Der wird wahrscheinlich schon des Öfteren mal auftauchen. Wir dürfen nicht vergessen, irgendwo muss das scheiß Chamäleon sein. Denk dran, Kumpel. Unterwasserlevel. Oh, wir lieben ja Unterwasserlevel, ne? Vielleicht wird sich das ja hier ändern. Oha, wie du jetzt angreifst. Ja. Genau, hau alles weg, Kumpel. Alter. Ey, das ist so genial. Ich glaube, wir können jetzt unendlich springen, oder? Weil wir ja schwimmen. Ja, du kannst schwimmen, Kumpel. Ja, du bist ziemlich nützlich. Hätte ich nicht gedacht. Da oben ist... Wow, wow, pass auf. Kleine Piranhas oder so. Ja, Alter. Ich muss auch sagen, die Musik ist ganz angenehm.
Die ist wirklich ganz schick. Also anzuhören. Wir sehen sie ja nicht, ne? Kann man das da unten weghauen? Nee, kann man nicht. Na, komm her. Das Wasserlevel überfordert mich ein bisschen, Leute. Geh weg. Alter. Oha, ich habe ihn weggehauen. Moment. Ich glaube nicht, dass umsonst der Weg irgendwie nach oben geebnet ist, obwohl wir hier rechts noch rein können. Und da vorne auch noch. Alter, was gibt es hier für Wege? Komm, Kumpel, wir gehen, bevor wir da jetzt weitergehen, gehen wir jetzt erst nach rechts. Genau, du gehst da jetzt erstmal rein. Hab deinen Spaß. Genau, hau die erstmal weg. Wenn du an die rankommst. Ist natürlich selbstverständlich. Oha, da war ein U-Boot. Yes. Wir haben dich befreit. Komm her. Ey, dabei ist das ja kein Horrorspiel, ne? Aber es fühlt sich wirklich so komisch an, weil man könnte wirklich davon ausgehen, dass so ein Hai einen von hinten attackiert. Oh nein, kann das sein, dass das Chamäleon vielleicht am U-Boot dran war? Ich hoffe nicht. Komm, schnapp dir die Dinger. Genau. Das machst du gut. Ja, du hast mehr als nur ein Seepferdchen. Du hast ein Robo-Pferdchen. Oha, ich hatte recht. Ja, weiter können wir nicht hoch. Das heißt, wir haben, glaube ich, alles eingesackt. Komm runter, Kumpel. Ich habe herausgefunden gerade, wie man schneller runterkommt. Man muss die Kreistaste drücken. Das ist so ähnlich wie mit dem Helikopter bei, wie heißt das Spiel? Wie bei Far Cry. Far Cry New Dawn. Lol, wenn man das kaputt macht, dann kommt hier auch nochmal was. Alter! Oh, pass auf, die sind elektrisch aufgeladen. Wow! Muss man die weghauen oder was kann ich dagegen tun? Die sind ganz schön nervig. Wie soll ich sie angreifen? Muss ich da schnell agieren? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Bevor wir das jetzt beantworten können, machen wir erstmal die Dinger hier auf. Weil wenn wir jetzt sterben, dürfen wir nämlich nochmal hier hinschwimmen. Boah, ist jetzt eine sehr gute Frage, ne? Ob wir die killen können. Ich glaube, wir müssen die selber killen, ne? Oder? Muss ich den weghauen? Okay, ich kann den so weghauen. Aber mehr auch nicht. Naja, ist ja auch okay. Gut. Oh, pass auf. Wow. Alter. Oh, die sehen gefährlich aus. Die sollten dich nicht fressen, Kumpel. Ey, da muss man mit dem Kopf drauf hauen. Ist das dein Ernst? Wie soll ich das machen, wenn hier die Viecher sind? Oha, ich hab den weggehauen. Krasser Scheiß. Schnapp dir die geilen Münzen, Kumpel. Jetzt bloß ganz schnell weg. Ich glaube, der kommt gleich... Oh. Ja. Ich hab dich auch gern. Pass auf, sonst wirst du gefressen, Kumpel. Wir haben dafür eine Trophäe bekommen. Hau ab. Lol, man kann die auch mit dem Controller hauen? Leute. Wie soll ich das Drecksding erwischen? Das geht doch so gar nicht, oder kann ich mit dem Controller? Mit dem Controller geht's erst recht nicht. Oh, ist das ein Dreck? Es ist zwar ganz witzig für euch, ne, weil ich hier gerade so total rumeier, aber trotzdem. Ah.
Da war ja wohl nichts, ne? Egal. Dafür haben wir eine Trophäe bekommen, ne? Oh Gott. Die Brille, Moment. So. Okay, okay. Machen wir weiter. An die Stelle komme ich jetzt leider nicht. Ich hätte es vielleicht wirklich mit dem Controller ausprobieren sollen. Wir machen das jetzt mal an dieser Stelle. Ich bin mir zwar nicht zu 100%ig sicher, aber es könnte funktionieren. Pass auf, Kumpel, die wollen dich. Alter, fliegt der mir entgegen. So, komm, geh weiter. Komm ich da so dran? Lol, das geht echt. Müssen wir das Level gleich nochmal machen, Alter. Oder wo war der Checkpoint? Sonst würde ich sagen, dann lass dich einfach sterben, auch wenn es doof ist. Dann müssen wir den Kack jetzt nochmal machen. Gibt's hier eine Stelle, wo du sterben kannst? Oh, ich hab dich auch gern. Irgendwo höre ich etwas. Das ist das Chamäleon. Ich habe das Chamäleon gehört. Geil, du hast es gefunden, Kumpel. Ich bin stolz auf dich. Gibt's da noch etwas? Ich guck mal nach, Leute. Boah, da wird einem ja schwindelig nach einer Zeit. Oh, ist das komisch, dieses Gefühl beim Gehen. Also wenn man aufsteht. Holy shit. Komm nicht wieder zu mir. Auch wenn das ganz nett ist. Oha, oha. Eine Falle. Gibt's da vielleicht jemanden, den wir retten können? Nee, leider nicht. Aber wir haben schon mal das Chamäleon gefunden. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich habe Angst vor den Dingern. Ich glaube, die können uns gar... Ja, okay. Die können nur uns was anhaben. Natürlich unserem Freund auch. Aber das ist okay. Ich habe schon gedacht, wo bist du hin? Oh, dieses Level überfordert einen so übertrieben, ne? Ich sag's euch. Oha, du kannst den auch weghauen. Klein, aber oho, mein Freund. Oh, ein Delfin. Oha. Oha. Boah, der Hai kommt bestimmt auch noch. Da muss man bestimmt abhauen. Die ganze Zeit so friedlich und dann später so ein Hai-Level oder so. Oh, sorry. Ich wollte dich nicht hauen, Delfin. Oha, das ist so ein großer. Okay, den hast du weghauen können, Kumpel. Da oben gibt es nichts. Okay, ich vertraue dir. Da, hinter dem Stern bestimmt. Ha! Ich wusste doch, ich habe jemanden gehört. Was guckst du, VR, Junge? Wow! Mikrofon, sorry. Irgendwo habe ich noch einen Typen gehört. Aber wo? Unten? Da ist einer, ganz unten. Moment. Boah! Der greift den an. Habt ihr es gesehen? Junge, Junge! Wie ich mich hier hinsetzen muss, ne? Damit ihr das miterleben könnt. Komm her, Kumpel. Alter, das überfordert mich total, ne? Ich sag's euch. Aber ich mach das so gerne. Oh nein. Oh nein. Ey, wenn man da unten schon das Maul von dem sieht und so. Oh Gott. Das ist wirklich so ein richtig schlimmes Level für so Leute, die, ja, so Panik vor so Viechern haben. Ohne Witz. Er greift jetzt bestimmt an. Ich hab Angst.
Hau den weg, hau den weg. Mach den kalt. Mehr scheint es hier unten nicht zu geben. Wir haben gerade mal 6 Stück. Noch 2 fehlen. Wir haben das Level fast beendet, bestimmt. Ey, bitte nicht ganz am Anfang, habe ich was verpasst. Wow, da war einer versteckt. Geil. Ey, zum Glück bin ich da reingegangen. Komm her, Alter. Das heißt, einer fehlt nur noch. Ich hoffe, das war nicht der am Anfang, also da, wo die eine Stelle war, zum Hauen. Es kann auch sein, dass da nur Münzen waren. Wow, du wärst fast gestorben, dann hätten wir den ganzen Kack nochmal machen müssen. Geh runter, Kumpel. Unglaublich. Einfach nur unglaublich, dieses Gefühl, dieses Level zu spielen. Holy shit. Es macht so einen Spaß. Es tut mir leid. Ich hab's selber nicht kommen sehen. Komm, komm. Runter mit dir. Schnell, runter, los. Oh, der eine beschützt was. Da könnte unser Kumpel drin sein. Yes. Oh, 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 oh. Er hat Gefallen an uns gefunden. Ja, weg mit dir. Ja, nicht mit unserem Astro, Junge. Oha, das kann man bestimmt kaputt machen da vorne. Moment, Moment. Gucken wir mal. Ja, Tatsache. Nicht umsonst zeigen die Münzen, wir sollen da hin. Komm, 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 komm. Oh. Oh. Da, jetzt, oder? Komm. Ha. Okay, eine Münze oben. Moment, wir probieren's. Verdammt. Ich selbst kann es jetzt auch nicht irgendwie schlagen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Sonst hätte ich es ja ausprobiert. Lol, da oben sind auch nochmal Münzen. Kann man hier rein? Nee, kann man leider nicht. Ich kann aber die geilen Münzen da oben farmen. Wenn ich sie alle bekommen würde. Ich sehe natürlich nicht alles. Los, Astro, runter mit dir. Wir sind lang genug schon in diesem Level. Auch wenn es so wunderschön ist und so aufregend. Gleichermaßen möchte man es auch irgendwie hinter sich bringen. Ich hab dich beschützt. Mit meinem Leben, Kumpel. Ja, danke. Ist okay. Ey, das war bestimmt die eine Stelle, oder? Ganz am Ende wird es noch einen geben. Boah. Das ist echt nicht einfach, Leute. Ich sag's euch. Ja, komm, Astro. Es geht weiter. Jetzt kommt bestimmt der scheiß Hai, oder? Müssen wir ausweichen? Nee, ich glaube, ich habe ihn gehört, oder? Lol, wir haben sogar so ein Schnorchel auf. Guck mal, das ist der Hula-Hoop-Tanz. Astro, guck zu. Tja, wo könnte der jetzt sein, ne? Einer fehlt uns noch. Wann gibt's den Checkpoint? Damit wir nicht nochmal den Weg gehen müssen. Oha, müssen wir ein Fußballspiel gewinnen? Oha, dann kriegen wir bestimmt den einen, der uns noch fehlt. Ja, das ist irgendwie unfair, ne? Alle gegen einen. Vielleicht müssen die irgendwie so schießen. Ich glaube, ich habe einen gehört. Bist du hier drin? Ja, du bist hier drin. Haha. Ich habe zwar deine Sandburg kaputt gemacht, aber Kumpel, du hast einen besseren Ort verdient. Ja, tritt uns kaputt. Ist okay. Ist okay. Ich hab's schon verstanden. Oh, eine Trophäe dafür bekommen. Alter, ich hab das gerade noch realisiert. Ey, das ist so genial gemacht. Das ist wirklich, oh, so viel Liebe.
So viel Liebe im Detail. Oh, ich könnte ausrasten. Es ist einfach perfekt. Zum Glück war das Mikrofon nicht allzu hoch, weil sonst hätte ich auf jeden Fall dagegen geschlagen. Ich habe aber trotzdem noch Angst vor dem Hai. Ich glaube, der kommt bestimmt noch. Das war bestimmt der Bossgegner. Das wird brutal. Ja, komm, Kleiner. It's time to say goodbye. Yes! Wieder abgestaubt, Kumpel. Dance mit mir. Geiles Level. Geiles Erlebnis. Hammerhart. Puh. Wir haben tatsächlich alles first try hinbekommen, Kumpel. Ich hätte es nicht gedacht. Dafür haben wir uns aber sehr viel Zeit gelassen, ne? Wir haben sogar das Chamäleon gefunden. Und das mehr oder weniger schon fast per Zufall. Was für eine Herausforderung bekommen wir jetzt? Neue Herausforderung. 07. Freischwimmer. Sollen wir die noch machen, Kumpel? Dann ist aber auch erstmal Ende im Gelände für heute. Oh, 2 bis 3 über den Wolken. Ja. Nein. Nicht über den Wolken. Da bin ich jetzt mal drauf gespannt. Ups, falsche Richtung. Wir müssen da lang. Okay, Freischwimmer 07. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bist du auch gespannt? Ja, ich auch. Hau das Ding weg hier. Das Problem ist, man kann den Controller nicht so wirklich seitwärts halten. Das ist dumm. Oh, oh, oh. Oha, jetzt erkennt... Oh nein. Oh nein, du darfst nicht getroffen werden. Glaubst du, wir kriegen das hin? Okay? Okay, ich vertraue dir. Du hast 2 Herzen. Ja. Okay, du fängst da oben an. Diese Elektrodinger dürfen wir natürlich nicht berühren. Das macht ja auch Sinn. Das Ding ist, es ist ja nicht auf Zeit. Das bedeutet, wir haben ja 2 Herzen. Und es ist nicht unbedingt ganz einfach, aber es ist machbar. Würde ich mal so sagen. Bleibt das jetzt instant? Nee, das geht kurze Zeit weg. Okay, Gott sei Dank. Alter. Mach keinen Scheiß. Oh, der heiße Draht. Also so ähnlich. So fühlt sich das an, ne? Der heiße Draht. Komm, hau die weg, Kumpel. Das kriegen wir doch hin. Wenn wir schon den Affen zur Banane gemacht haben, dann machen wir die doch auch fertig. Oh. Ja, du kannst gut schwimmen. Das hast du von mir. Wohin? Da hoch? Achso, da rechts rein. Yes! First try, baby! Ich bin stolz auf dich. Du machst Papi so stolz. Es ist so unglaublich. Das hast du von mir. So, gut. Dann komm her, Kleiner. Du hast dich gut angestellt. Ich muss dich auch mal loben, ne? Hast du auf jeden Fall verdient. Ja. Freischwimmer gemeistert. Und wir haben schon 62 gerettet. Oha. Oha. Das bedeutet, im nächsten Part werden wir über den Wolken sein. Boah, ich frag mich echt, was hier ist. Oha, es sieht aus wie so eine Achterbahnfahrt oder so. Der klingt wie ein Elefant. Hätte man doch irgendwas mit dem Hai machen können. Oh, das wäre eine interessante Sache gewesen, ne? Vielleicht finden wir das noch irgendwann raus, oder? Findest du nicht auch? Ja. Gut.
So, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jumpin' Runtime mit eurem Mr. Horror Jumper. Ich glaube, der kommt gleich. Oh. Kann es wirklich Liebe sein? Ja, ich hab dich auch gern.